Es waren einmal fünfundzwanzig Sinnsoldaten. Die waren alle Brüder. Denn sie waren aus einem alten zinnernen Löffel gemacht worden. Das Gewehr hielten sie im Arm und das Gesicht geradeaus. Rot und blau, überaus herrlich war die Uniform. Das allererste, was sie in dieser Welt hörten, als der Deckel von der Schachtel genommen wurde, in der sie lagen, war das Wort Zinnsoldaten. Das rief ein kleiner Knabe und klatschte in die Hände. Er hatte sie erhalten, denn es war sein Geburtstag. Und er stellte sie nun auf dem Tische auf. Der eine Soldat glich dem anderen leibhaft. Nur ein einziger war etwas anders. Er hatte nur ein Bein, denn er war zuletzt gegossen worden. Und da war nicht mehr Zinn genug da. Doch er stand ebenso fest auf seinem einen Bein wie die anderen auf ihren Zweien. Und gerade er war es, der sich bemerkbar machte. Auf dem Tisch, auf dem sie aufgestellt wurden, stand vieles andere Spielzeug, aber das, was am meisten in die Augen fiel, war ein niedliches Schloss von Papier. Durch die kleinen Fenster konnte man gerade in die Seele hineinsehen. Draußen vor ihm standen kleine Bäume rings um einen kleinen Spiegel, der wie ein kleiner See aussehen sollte. Schwäne von Wachs schwammen darauf und spiegelten sich. Das war alles niedlich, aber das niedlichste war doch ein kleines Mädchen, das mitten in der offenen Schlosstür stand. Sie war auch aus Papier ausgeschnitten, aber sie hatte ein schönes Kleid und ein kleines schmales blaues Band über den Schultern, gerade wie eine Schärpe. Mitten in diesem saß ein glänzender Stern, gerade so groß wie ihr Gesicht. Das kleine Mädchen streckte seine beiden Arme aus, denn es war eine Tänzerin, und dann hob es das eine Bein so hoch empor, dass der Zinnsoldat es durchaus nicht finden konnte und glaubte, dass es gerade wie er nur ein Bein habe. Das wäre eine Frau für mich, dachte er, aber sie ist etwas vornehm, sie wohnt in einem Schlosse. Ich habe nur eine Schachtel, und da sind wir fünfundzwanzig darin, das ist kein Ort für sie, doch ich muss suchen, Bekanntschaft mit ihr anzuknüpfen. Und dann legte er sich, solange er war, hinter eine Schnupftabaksdose, die auf dem Tische stand. Da konnte er recht die kleine, feine Dame betrachten, die fortfuhr, auf einem Bein zu stehen, ohne umzufallen. Als es Abend wurde, kamen alle die anderen Sinnsoldaten in ihre Schachtel und die Leute im Hause gingen zu Bette. Nun fing das Spielzeug an zu spielen, sowohl es kommt Besuch, als auch Krieg führen und Ball geben. Die Zinssoldaten rasselten in der Schachtel, denn sie wollten mit dabei sein, aber sie konnten den Deckel nicht aufheben. Der Nussknacker schoss Purzelbäume, und der Griffel belustigte sich auf der Tafel. Es war ein Lärm, dass der Kanarienvogel davon erwachte und anfing mitzusprechen, und zwar in Versen. Die beiden einzigen, die sich nicht von der Stelle bewegten, waren der Zinssoldat und die Tänzerin. Sie hielt sich gerade auf der Zehenspitze und beide Arme ausgestreckt er war ebenso standhaft auf seinem einen bein seine augen wandte er keinen augenblick von ihr weg nun schlug die uhr zwölf und klatsch da sprang der deckel von der schnupftabaksdose auf aber da war kein tabak drin nein sondern ein kleiner schwarzer kobold das war ein grundstück zinnsoldat sagte der kobold halte deine augen im zaum aber der zinnsoldat tat als ob er es nicht hörte ich warte nur bis morgen sagte der Kobold. Als es nun Morgen wurde und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat in das Fenster gestellt. Und er war es nun der Kobold oder der Zugwind. Auf einmal flog das Fenster zu und der Zinnsoldat stürzte drei Stockwerke tief hinunter. Das war eine schreckliche Fahrt. Er streckte das Bein gerade in die Höhe und blieb auf der Helmspitze mit dem Bajonett abwärts zwischen den Pflastersteinen stecken. Das Dienstmädchen und der kleine Knabe kamen sogleich hinunter, um zu suchen. Aber obgleich sie nahe daran waren, auf ihn zu treten, so konnten sie ihn doch nicht erblicken. Hätte der Zinnsoldat gerufen Hier bin ich, so hätten sie ihn wohl gefunden, aber er fand es nicht passend, laut zu schreien, weil er in Uniform war. Nun fing es an zu regnen, die Tropfen fielen immer dichter, es ward ein ordentlicher Platzregen, als der zu Ende war, kamen zwei Straßenjungen vorbei. Sieh du, sagte der eine, da liegt ein Zinnsoldat, das soll hinaus und segeln. Sie machten ein Boot aus einer Zeitung, setzten den Soldaten mitten hinein, und nun segelte er den Rinnstein hinunter, beide Knaben liefen nebenher und klatschten in die Hände. Was schlugen da Wellen in dem Rinnstein? Und welcher Strom war da? Ja, der Regen hatte aber auch geströmt. Das Papierboot schaukelte auf und nieder, mitunter drehte es sich so geschwind, dass der Zinnsoldat bebte, aber er blieb standhaft, verzog keine Miene, sah gerade und hielt das Gewehr im Arm. Mit einem Male trieb das Boot unter eine lange Rinnsteinbrücke. Da ward es gerade so dunkel, als wäre er in seiner Schachtel. »Wohin mag ich nun kommen?«, dachte er. »Ja, ja, das ist das Kobalt schuld.« »Ach, säße doch das kleine Mädchen hier im Boote. Da könnte es meinetwegen noch einmal so dunkel sein.« Da kam plötzlich eine große Wasserratte, die unter der Rinnsteinbrücke wohnte. »Hast du einen Pass?«, fragte die Ratte. »Ja, mit dem Passe.« aber der Zinnsoldat schwieg still und hielt das Gewehr noch fester. Das Boot fuhr davor und die Ratte hinterher. Wie uh, gefletschte sie die Zähne und rief den Holzspänen und dem Stroh zu. Halt auf, halt auf! Er hat keinen Zoll bezahlt! Er hat den Pass nicht gezeigt. Aber die Strömung wurde stärker und stärker. Der Zinnsoldat konnte schon da, wo das Brett aufhörte, den hellen Tag erblicken, aber er hörte auch einen brausenden Ton, der wohl einen tapferen Mann erschrecken konnte. Denkt nur, der Rinnstein stürzte, wo die Brücke endete, gerade hinaus in einen großen Kanal. Das würde für den armen Zinnsoldaten ebenso gefährlich gewesen sein, wie für uns, einen großen Wasserfall hinunterzufahren. Nun war er schon so nahe dabei, dass er nicht mehr anhalten konnte. Das Boot fuhr hinaus. Der Zinnsoldat hielt sich so steif, wie er konnte. Niemand sollte ihm nachsagen, dass er mit den Augen blinke. Das Boot schnurrte drei, viermal herum und war bis zum Rande mit Wasser gefüllt. Es musste sinken. Der Zinnsoldat stand bis zum Halse im Wasser und tiefer und tiefer sank das Boot. Mehr und mehr löste das Papier sich auf. Nun ging das Wasser über das Soldatenkopf. Da dachte er an die kleine niedliche Tänzerin, die er nie mehr zu Gesicht bekommen sollte. Und es klang vor des zinnsoldaten Ohren das Lied: Fahre, Fahre Kriegsmann, den Tod musst du erleiden. Nun ging das Papier in zwei und der Zinnsoldat stürzte hindurch, wurde aber augenblicklich von einem großen Fisch verschlungen. Wie war es dunkel da drinnen! Da war es noch schlimmer als unter der Rindsteinbrücke, und dann war es so sehr eng, aber der Zinnsoldat war standhaft und lag, solange er war, mit dem Gewehr im Arm. Der Fisch fuhr umher, er machte die allerschrecklichsten Bewegungen. Endlich wurde es ganz still. Es fuhr wie ein Blitzstrahl durch ihn hin. Das Licht schien ganz klar und jemand rief laut: Der Zinnsoldat! Der Fisch war gefangen worden, auf den Markt gebracht, verkauft und in die Küche hinaufgekommen, wo die Köchin ihn mit einem großen Messer aufschnitt. Sie nahm mit zwei Fingern den Soldaten mitten um den Leib und trug ihn in die Stube hinein, wo alle den merkwürdigen Mann sehen wollten, der im Magen eines Fisches herumgereist war, aber der Zinssoldat war gar nicht stolz. Sie stellten ihn auf den Tisch und da, sonderbar kann es doch in der Welt zugehen. Der Zinssoldat war in derselben Stube, in der er früher gewesen war. Er sah dieselben Kinder und das gleiche Spielzeug stand auf dem Tische. Das herrliche Schloss mit der niedlichen kleinen Tänzerin. Sie hielt sich noch auf dem einen Bein und hatte das andere hoch in der Luft. Sie war auch standhaft. Das rührte den Zinnsoldaten. Er war nahe dran, Zinn zu weinen, aber es schickte sich nicht. Er sah sie an, aber sie sagten gar nichts. Dann nahm der eine der kleinen Knaben den Soldaten und warf ihn gerade in den Ofen, obwohl er gar keinen Grund dafür hatte. Es war sicher der Kobold in der Dose, der schuld daran war. Der Zinnsoldat stand ganz beleuchtet da und fühlte eine Hitze, die schrecklich war. Aber ob sie von dem wirklichen Feuer oder von der Liebe herrührte, das wußte er nicht. Die Farben waren ganz von ihm abgegangen. Ob das auf der Reise geschehen oder ob der Kuba daran schuld war, konnte niemand sagen. Er sah das kleine Mädchen an, sie blickte ihn an und er fühlte, dass er schmelze. Aber noch stand er standhaft mit dem Gewehre im Arm. Da ging eine Türe auf der wind ergriff die tänzerin und sie flog einer sylphide gleich gerade in den ofen zum Zinnsoldaten, loderte in flammen auf und war verschwunden verschmolz der zinnsoldat zu einem klumpen und als das mädchen am folgenden tage die asche herausnahm fand sie ihn als kleines zinnherz von der tänzerin hingegen war nur der stern noch da und der war kohlschwarz gebrannt